Willkommen meine Freunde auf dem MyProtein Channel. Mein Name ist Victor, auch bekannt als VictoryTime. Ich bin selber beruflich Personal Trainer und in diesem Video will ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr auf diesem Weg weiterkommt. Wie in jedem Beruf musst du natürlich dafür lernen. Auch ich habe eine Ausbildung dafür gemacht, und zwar den Sport- und Gymnastiklehrer. Das war eine schulische Ausbildung über 6 Semestern mit allem drum und dran. Das heißt für euch erstmal alles lernen. Nicht einfach so, hey, ich bin jetzt Trainer oder ich mache jetzt Personal Trainer. Wichtig für euch, nach der Ausbildung habe ich erstmal direkt angefangen zu arbeiten als festangestellter Trainer, 40-Stunden Basis, um Erfahrung zu sammeln. Nicht direkt als Personal Trainer, sondern als eingestellter normaler Coach im Gym. Dadurch habe ich einiges lernen können, einfach schauen, was die anderen machen, wie ist es mit den Menschen umzugehen, weil du hast ein Wissen in deinem Kopf, was du gelernt hast, aber das musst du jetzt umsetzen, und dafür ist es perfekt geeignet, um einfach so eine normale Basis zu arbeiten. Dann später ist der Schritt, sich selber selbstständig zu machen, denn da sind sehr viele Risikofaktoren dabei. Du musst schauen, dass du deine Kunden hast, weil du alles zu zahlen hast, deine ganzen privaten Sachen, Miete, Umsätze, alles muss gemacht werden. Das heißt für dich als Anfänger, du musst immer gucken, dass die Zeit, die du hast, die musst du irgendwie umsetzen können. Du hast Termine, die vielleicht plötzlich um 6 Uhr da sind, dann plötzlich um 18 Uhr, dazwischen hast du keine Kunden. Als Anfänger ist es sehr schwer, weil du musst dich auf die anderen einstellen. Du bist nicht der Chef am Anfang, sondern du musst gucken, dass du deine Kunden auch gewinnst, dass du mit denen umgehst. Und wenn du deinen Kundenstamm hast, dann läuft das natürlich viel einfacher. Dann kannst du auch normal arbeiten und sagen, hier, jetzt habe ich von 3 bis 5 gearbeitet, dann habe ich dann 3 Stunden Pause. Aber am Anfang ist es so, dass du bist angewiesen auf die Leute, die sagen, die können um 7 Uhr. Da musst du eben um 7 Uhr im Studio sein. Der nächste ist vielleicht erst um 15 Uhr. Und dazwischen musst du organisieren können. Zum Beispiel dein eigenes Training, dein Essen oder die anderen privaten Sachen. Wichtig für dich ist einfach zu wissen, in welcher Art als Personal Trainer kannst du dich einschätzen. Bist du eher derjenige, der mit den Kindern arbeiten will, der vielleicht mit vielen Frauen arbeiten will? Oder bist du derjenige, der mit Älteren als Prävention arbeitet oder Muskelaufbau bei den Leuten? Das ist halt immer so eine Sache. Ihr müsst wissen, ich mache eigentlich so ein kleines, ja, von allem bisschen, aber es ist immer besser, sich zu spezialisieren für bestimmte Sachen. Dazu gehört natürlich auch, dass ihr euch immer weiterbildet. Das heißt, ihr habt 1, 2 Kunden bekommen. Das ist natürlich schön, aber ihr wollt euch natürlich weiterbilden. Schaut zu, dass ihr immer was dazu lernt, denn die Branche entwickelt sich immer weiter, so wie die Leute. Es gibt immer neue Verfahren vom Training, neue spezifische Sachen. Und das müsst ihr alles lernen. Als guter Personal Trainer musst du alles wissen. Beziehungsweise nicht alles, sondern bilde dich immer weiter, ruhe dich nicht an deinem Wissen aus, sondern gib immer Gas und versuche, neues Wissen zu erlernen. Dann müsst ihr natürlich im Auge behalten die Kosten. Du musst vorstellen, als Personal Trainer musst du dich auch einmieten im Studio. Das wissen wirklich nur wenige, aber um andere zu trainieren zu können, musst du ein Studio zum Beispiel mieten und mehrere hunderte Euros einfach monatlich an das Studio zahlen. Das bedeutet für dich, als nicht normaler Trainer, du bekommst nicht einfach noch monatliches Geld, du musst monatlich noch zahlen. Das heißt, du bist jetzt schon im Minus, und jetzt musst du vorstellen, jetzt brauchst du so viele Kunden, dass du auch alles zahlen kannst, die Miete einmal und dann noch natürlich dein eigenes Geld, die Miete zu Hause, Essen und so weiter. Und dazu kommt nochmal das Equipment, was du brauchst. Sei denn, du willst vielleicht auch mal im Outdoor, beim guten Wetter wie hier zum Beispiel, willst du mal auch draußen trainieren mit deinem Kunden, dann brauchst du vielleicht mal ein TRX, verschiedene Bänder, Bälle oder was auch immer. Ich habe halt immer so eine Riesentasche dabei, und das kostet auch alles Geld. Also Freunde, damit will ich euch einfach nur sagen, unterstützt es nicht. Wenn ihr selbstständig werden möchtet, müsst ihr es erstmal wirklich schlau überlegen und erst dann handeln. Abschließend dazu, Personal Trainer ist ein toller Beruf, macht mega Spaß, aber denkt dran, unterstützt nicht die Sachen, plant es richtig, und falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, und wir sehen uns schon bald wieder. Peace.